So, und dann kommt der letzte Teil, der uns hier betrifft. Er sagt, was Sabru Diya. Wie hat er das übersetzt hier? Die Geduld ist Glanz. Geduld ist Glanz. Ad-Diya heißt eigentlich so viel wie Licht. Nur gibt es einen Unterschied zwischen dem Begriff Ad-Diya und dem Begriff Nur. Übersetzt werden beide häufig als Licht. Ad-Diya, Licht, und Nur, Licht. Aber was ist der Unterschied? هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الله تعالى sagt, er ist es, der die Sonne zum ضياء gemacht hat und den Mond zum Nur. الضياء يعني eine Leuchte und den Qamar zum Licht. Der Unterschied ist, manche sagen das, sie sagen, der Unterschied zwischen den Begriffen ضياء und Nur, weil beide, sowohl die Sonne strahlt Licht aus, aber auch der Mond reflektiert Licht. Sie sagen, der Unterschied ist, dass die Sonne yani ein hitziges, brennendes Licht ausstrahlt. Der Mond aber reflektiert ja nur. Er brennt nicht selbst. Das heißt, das Wort Ad-Diya beinhaltet sowas wie Hitze, Wärme. Und deswegen sagt der Prophet, As-Sabru Diya, Geduld ist Diya. Weil Geduld bedeutet, dass man über Feuer laufen muss. Und dass man die Hitze oder diese Unannehmlichkeiten ertragen muss. Das bedeutet Geduld. Deswegen nennt er das As-Sabru Diya. Möglicherweise, das ist eine der Möglichkeiten.